So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe. Und jetzt machen wir das mit dem Beast tanzen. Also einfach tanze in einem Beast in verschiedenen Matches. Heißt, ich muss definitiv 3 Runden spielen. Und in jeder Runde mit einem Beast tanzen. So, das machen wir natürlich in Gruppenkeile, weil es da einfach am einfachsten ist. Da droppen so viele Meshs runter. Wird natürlich wahrscheinlich wieder bei meiner Runde eben standen zig Meshs einfach rum. Aber bei meinem Glück wird das wieder so schwierig werden, da den passenden Mesh zu bekommen. Ich kenne mein Glück. Das finde ich bei mir immer eine Katastrophe. So, wir sehen ja den Ladebildschirm. Die alten Hasen unter euch wissen, Like-Zeit, Kommentierzeit. Und wenn noch kein Abonnent bis jetzt ein Abo rausholen, damit wir die 110 voll kriegen. Und damit der 11. Paysafe-Code, also die 11. Zahl vom Paysafe-Code freigegeben wird. So, die 11. Zahl werde ich aber auch im Laufe des Videos bekannt geben, beziehungsweise kurz erwähnen. Also ruhig das Video ein bisschen länger gucken, bis der Code vorkommt. Oder natürlich, wenn du die Aufgabe wissen willst und sehen willst. Ihr wisst ja, ich spiele die Runden immer bis zum Ende. Hau ab. Mach ihn jetzt so Krach. Und wenn du wissen willst, wie das mit der Passive-Karte genau abläuft oder wer ich bin, einfach in der Videobeschreibung vorbeigucken. Da habe ich ein extra Video gemacht, wie alles funktioniert. Und schau einfach dann nach dem Video da vorbei. Dann wirst du auch erfahren, wie du den Code knacken kannst, etc. So, wo gehen wir denn runter? Ja, hier sieht es noch nicht nach Mechs aus. Wo sind wir? Oh, gerade wieder Kehrtmarsch. Die Mechs landen da, aber ist nicht schlimm, es kommen so viele Mechs. Aber, warte mal. Der ist nicht weit weg, ich bin ziemlich nah. Würde ich sagen, schnappen wir uns den direkt, dann haben wir es auch auf der sicheren Seite. Nicht, dass irgendeiner wieder kommt und schnappen uns weg. Aber man sieht, kein Mensch will dahin. Ne, ich bin der Einzige, der hin will. Das ist schon mal super. Na komm schon. Schneller. So. Ihr steigt einfach in den Mesh ein, dann geht ihr in das Emote-Menü und wählt dann einfach Tanzen aus. Und dann ist der Mesh am Tanzen. So habt ihr 1 von 3 erreicht und das Ganze müsst ihr halt in 3 verschiedenen Runden machen. So. Jetzt werde ich hier erstmal ein bisschen looten, werde mich dann mit dem Mesh rüber wandern. Bam, 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 bam. In der Hoffnung, dass ich dann schon diesmal eine Boogie Bomb finde. Und die Aufgabe vielleicht auch mal zu Ende kriege. Aber zurzeit ist das Glück nicht wirklich auf meiner Seite. Eben hatte ich ja eine gefunden in der anderen Aufgabe, aber hab's dann trotzdem verkackt. So, ein bisschen Blue Life. Sniper hole ich mir, glaube ich, auch mal mit. Einfach just for fun. So, Kisten wären nicht schlecht. Und schreibt mir bitte in die Kommentare, ist in dem Loot Drop, kann da eine Boogie Bomb drin sein? Also ich bin mir da echt nicht mehr sicher. Och, eine Falle. Eine Falle ist auch eine Seltenheit hier. Revolver aufgehoben. So, wo sind die Kiste über mir? Die andere Falle braucht kein Mensch. Dann, 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 dann. Ubi. Nein. Hauptsache 2 von den anderen. Furchtbar. Gucken, ob ich hier was finde. Nein. Nein. Naja, hol ich lieber normale MP mit. Wo ist denn jetzt hier schon wieder dieser dämliche Kiste, Mann? Naja, oben ist die.
Zone kommt. Also mit meiner Boogie Bomb sieht schon wieder schlecht aus. So, wo haben wir unseren da oben? Schnell, schnell, schnell. Ich weiß gar nicht, ob ich mit dem schneller sein kann als die Zone. Aber wir werden es jetzt rausfinden. Der Bus ging ja mal voll in die Hose. Kann ja nicht gerade mit dem Gummibom rumliegen. Ja, das war doch mindestens ein 200 Meter Sprung. Versuche halt jetzt echt mal mein Glück bei den Loot Drops. Da eine Boogie Bomb drin ist. Kann man mal so machen. Ist hier drin? Nein. So, im Grunde genommen will ich nur... Jetzt will ich ihn auch haben. Kein Schaden? Ach nein, jetzt wird schon den wieder gesteuert. Wie? Wie konnte ich denn da rausgeworfen werden? So, ich muss wissen, wo die Loot... Ach, die sind alle dahin. Die Falle war ein bisschen zu leicht. So, ab zu den Loot Drops. Ich will jetzt wissen, ob da eine drin ist oder nicht. Geklaut. Gummibomb. Jo, es leckt wieder. Ist ja Fortnite normal für mich zurzeit echt unspielbar. Ich habe schon überlegt, ob ich es runterschmeißen sollte, neu drauf. Oh, hier ist Kiste. Keine Boogie Bomb. Da war auch keiner. Da, hier ist einfach zu viel los.
einfach da hingeschmissen. Ach, ich freue mich schon. Eigentlich muss ich mit meiner Frau ins Kino gehen, ey, was das betrifft. Der hat eine Boogie-Bomb. Boogie-Bomb. Toll. Ich hätte sie gebrauchen können, du Arsch. Ah, da hinten ist Loot. Nein, der Loot drückt schon wieder weg. Ah, da sind scheint auch schon einer dran. Auf den Sack gehen, ey. Schmeckt. Das sah ja schon bald aus, als hätten die zwei sich getroffen, ey. Was hat er? Hallo! Ach, der eine ist bestimmt in meine Falle gerannt, deshalb. Das würde Sinn machen. Meine unten kann ich schon vergessen, ey. Hm. Er hat sich schön von hinten eingemischt, der Hund. Braucht doch nur einen Loot-Drop. Ah, da hinten ist noch keiner. Hoch, hoch. Ja, klar, ich häng hier eine Scheiße fest. Ich sehe keinen mehr. Ob ich jemals diese dämliche Boogie-Bomb finde, ey. Guck mal, kaum sind hier drei Leute. Quatsch hier rum des Todes. Vermittler. Hunde. Aber hier liegt auch nichts. Komm, zeig dich. Komm. Bombe? Nein, keine Boogie-Bombe. Toll. Ich habe auch keinen Bock, wegen einer Aufgabe jetzt 800 Stunden hier rumzugrinden.
Bauautismus ist da. Aber erfolgreich. Ich will auch nur eine Bogeybomb finden. Ach, wer macht denn hier Auge? Von wo der jetzt geschossen hat, weiß ich auch nicht. Boah. Safe wäre das ein Headshot gewesen. So, jetzt sind nur noch so wenige. Jetzt müsste doch eigentlich in den Vorräten da was drin sein, wenn ich mal welche kriegen würde. Hallo. Vorräte. Ich brauche Vorräte. Alter. Die komme ich nicht hoch. Hä, da war doch ein Gegner. Kein Loot mehr, oder was? Ich brauche einen Loot-Drop. Einen Loot-Drop. Oh. Mit einem Gewehr wurde ich getötet. Ja, wunderbar. Ich glaube, in so einer engen Zone gibt es keinen Loot-Drop mehr. Der ist noch sehr da oben schon. Ich komme gleich. Ich sehe ja nicht einen Gegner. Dann sind ja auch nur noch 8 da, aber. Okay. Sick. So, dann hoffe ich, dass ich euch helfen konnte mit den Tänzen. Wie gesagt, einfach einsteigen, Emote aussuchen, tanzen und Abfahrt. In dem Sinne, haut rein und Abo nicht vergessen. Und die Zahl ist die Nummer 4.